Die Vorbereitungen auf die Rückrunde 19/20 sind in vollem Gange. Im Isotec Sportpark empfängt der SV Bergisch Gladbach zum Test den SC Westfalia Herne. Die Gäste sind im Zuge eines Insolvenzverfahrens um 9 Punkte ärmer geworden in der Tabelle und finden sich nun in der Rückrunde im Abstiegskampf wieder. In diesem Test erwischen sie allerdings den besseren Start. 8. Minute, Darius Stawski mit der überraschend frühen Führung. Der 16. der Oberliga Westfalen versteckt sich also keinesfalls vor dem Tabellenletzten der Regionalliga West und spielt von Anfang an mutig nach vorne. In der Folge dann aber auch mal etwas zu sehen vom Favoriten von Bergisch Gladbach, David Mamutovic, scheitert an Herne-Keeper Ricardo Seifried. Wir befinden uns immer noch in der Anfangsphase. Nächste gute Gelegenheit, der 35-jährige Andy Habel. Prüft Seifried, doch dieser besteht auch den nächsten Test. Inzwischen sind wir in der 18. Minute und Westfalia Herne schlägt zum zweiten Mal eiskalt zu. Boguxeo, der Wintertransfer vom SV Strahlen aus der Oberliga Mittelrhein, erzielt sein erstes Tor für den neuen Club. Doch die Antwort von Bergisch Gladbach fällt in die Kategorie Traumtor. 32. Minute, Zachary Oduro-Bonsu mit einem Treffer, der von unserem Kameramann als perverses Tor beschrieben wurde. Auf das womöglich schönste Tor in Bonsus bis datiger Karriere folgt dann aber erstmal wieder Darius Stawski. Inzwischen befinden wir uns kurz vor der Pause und als alle sich schon mit dem 1:2 als Halbzeitstand angefreundet hatten, senzt Maurice Temme Daniel Isken um. Metin Kizil, der 25-jährige Stürmer, sagt Danke und stellt auf 2:2, was dann auch der Halbzeitstand ist. Neuer Durchgang, altes Bild, wieder ist der Schiedsrichter im Fokus. Diesmal ist es Andy Habel, der im Strafraum Seo Boguk einfach nur umhaut. Ein kristallklarer Elfmeter, doch in der 60. Minute schafft es Neuzugang Kahn Terzi nicht, Keeper Peter Stümer zu überwinden. Es bleibt also beim 2:2. Der 19-jährige Terzi, gerade aus Ratingen verpflichtet, verpasst sein erstes Tor und den Führungstreffer für Westfalia Herne. Auf der anderen Seite dann die große Gelegenheit für Mohamed Dahasch, der den Kopfball allerdings nicht richtig platziert bekommt. Und da die Mannschaft vom 28-jährigen Coach Helge Hohl in regelmäßigen Abständen beste Torgelegenheiten liegen ließ, blieb es bis zum Ende beim 2:2. Ein Ergebnis, mit dem Trainerkontrahent Christian Knappmann vom SC Westfalia Herne mehr als leben konnte. Wir haben 2:0 geführt nach ganz, ganz starken Umschaltmomenten. Bergisch Gladbach war aber auch schon die ganze Zeit am Drücker und hat auch ein Tor verdient gehabt. Das 1:2 fällt dann mit einem Tor des Monats. Das 2:2 ist ein Elfmeter, auch berechtigt. Ich war mit der ersten Halbzeit extrem zufrieden. Wir waren sehr, sehr gut im Plan, wurden aber auch entsprechend gefordert für das erste Testspiel. Ich bin rundum zufrieden mit dieser Leistung heute. Der Oberligist zeigt sich also in guter Frühform für die Rückrunde. Bergisch Gladbach wird das Unentschieden allerdings wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.